Hallo und gesagt zurück zu Train Fever, wo ich zwischen der letzten und dieser Aufnahme halbwegs fleißig war. Zumindest bin ich mal zwei Wünschen nachgekommen, nämlich die ganzen Linien passend benennen. Das sollte jetzt hoffentlich alles stimmen. Die Ringlinie habe ich im Moment Regionalbahn 1A genannt, weil es würde noch vermutlich eine 1B geben, die in die Gegenrichtung fährt und hier alle Stadtnamen unterbringen, vielleicht ein bisschen viel. Und ich habe auch die ganzen Bahnhöfe umbenannt, dass jetzt alle hier Stadtname plus Hauptbahnhof ergeben, falls ich nicht irgendeinen übersehen habe. Und noch ein Wunsch werde ich gerne nachkommen, nämlich dem hier die Buttons ein bisschen mehr zu nutzen. Es gibt ja hier eine schöne Übersicht über alle möglichen Dinge, Fahrzeugliste zum Beispiel, die insofern ganz spannend wäre mal zu nutzen, weil wir hier das Alter der Fahrzeuge auch sehen, beziehungsweise nachdem es rotieren können. Und wir haben noch einiges, glaube ich, da in diversen Depots stehen. Das werfen wir mal als erstes raus, würde ich sagen. Und dann schauen wir, was noch übrig bleibt an veralteten Fahrzeugen. Da haben wir noch eins. Weg mit dir. Heißt, wir haben jetzt noch die Tram in Sarzbüttel. Um die werden wir uns gleich direkt kümmern. Sind wir eh nicht weit weg. Frage ist nur, haben wir da bereits ein passendes neues Modell? Müssen wir uns mal kundig machen. Ich glaube nämlich nicht, nein. Da haben wir immer noch die, ist aber nicht so schlimm. Dann tauschen wir da aus gegen einfach direkt wieder vier Stück. So, Sarzbüttel Tram 1. Und dann haben wir das mal ersetzt, zumindest jeden Moment. Und ich glaube der Kohlezug, genau. Der ist noch veraltet, der Zug Nummer 6, der hier unterwegs ist. Da hätten wir eh noch ein Depot, das heißt, den können wir direkt da reinfahren lassen und von hinten raus irgendwo den neuen ranfahren lassen. Habe ich jetzt überhaupt... Ich glaube, ich habe jetzt gar keine passenden Depots errichtet, oder? Wir wollten ja irgendwo so ein Zentraldepot machen. Hier ist eins, genau. Aber das ist nicht unbedingt sehr ideal gelegen. Ja, wir könnten natürlich da uns nochmal behelfen. Und hier auch eins aufstellen. Okay, das war jetzt ein bisschen sinnlos, da beide Seiten anzuschließen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Frage ist, ob man gleich die Kapazität erhöhen sollen. Da bleibt nämlich, glaube ich, immer wieder ein bisschen was zumindest liegen. Also kaufen wir uns direkt einen neuen. Und zwar bleiben wir für den Moment, glaube ich, immer noch bei der RE44. Das ist noch eine gute Wahl. Und, ah ja, apropos Waggons kaufen. Es gibt neue Waggons, zum Beispiel für Holz, ganz ein eigener Waggon. Ah, noch ein Update. Gab es in der Zwischenzeit Bahnübergänge, gibt es jetzt auch, die kann man dann auch noch gleich anschauen. So, und da werden wir in dem Fall 12 Stück mal anhängen, oder habe ich jetzt 13 rangepackt? Ich habe gar nicht genau mitgezählt, 96, aber das passt. Und Güterwagen, haben wir wie viele da dran? Kapazität 26 heißt 2 Stück, dann machen wir da vorher selber 3 ran. Ich hoffe, das ist nicht übertrieben. So. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Frage ist, warum? Also vielleicht muss ich auf Play drücken. Das würde, glaube ich, auch nicht helfen, oder? Wie lösen wir das Problem, dass wir darüber finden? Also entweder... Ah, ich glaube, das liegt daran, weil hier nicht elektrifiziert ist. Genau. Das Stückchen haben wir nicht elektrifiziert. Jetzt geht's. Perfekt. Okay. Und dann können wir theoretisch die hier direkt ins Depot schicken, sobald sie angekommen ist und ausgeladen hat. So. Sollte man eh sehen, sobald ausgeladen ist. Nämlich jetzt. Dann schicken wir sie ins Depot. Sollte eigentlich direkt nach da vorne reinfahren. Verkaufen wir den ganzen Zug. Und gut ist. Okay. Heißt, wir haben eigentlich
so ziemlich alles ersetzt. Ich glaube, die sind auf dem Weg. Oder auch nicht, habe ich da nicht gesagt, automatisch verkaufen. Habe ich sie nur ins Depot geschickt, kann sein. Genau. Und hier sehen wir jetzt auch drin. Also auf Wiedersehen. Ob. Brauchen wir nicht mehr. So, sehr gut. Haben noch die zwei Trams. Ja, Rest ist noch im Toleranzbereich. Pardon. Und ja, wenn wir schon beim Buttons anschauen, sind die anderen. Ich sag mal so, hier die Haltestellen. Klar, könnte man auch mal ein bisschen durchschauen, ob man irgendwo zum Beispiel wie hier bestimmte Haltestellen haben, wo einfach viel Passagieraufkommen ist. Da zum Beispiel in Sarzbüttel. Aber es könnte daran liegen, dass wir gerade da Straßenbahnen getauscht haben. Sonst, da haben wir noch auch Sarzbüttel. Sarzbüttel. Das ist der Bahnhof in Sarzbüttel. Bahnhof Diedersdorf, Bahnhof Eschelhof. Ja, ist eigentlich alles noch okay. Auch Sarzbüttel und hier Mengerskirchen Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, Hauptbahnhof. Okay, also ich würde mal sagen, alles ganz okay. Noch ein Straßenfahrzeug, was zu ersetzen wäre. Naja, was heißt ganz okay? Wir haben teilweise eine Menge Passagiere hier. Müssen wir schauen, ob wir da genug Kapazitäten haben bei den Zügen. Ich glaube nicht, dass unsere Regionalbahn 1A ordentlich was zum Arbeiten hat. Schaut zumindest so aus, sind wir schon auf eine 500.000 rauf. Nicht schlecht. Und teilweise sieht man es auch, dass hier wirklich viele, viele Leute warten. In dem Fall auch teilweise Umstieg auf die Regionalbahn 2. Bestens. Okay. Gut. Hier würde ich nochmal vorbeischauen. Da schaut es nämlich so aus, als bräuchte man da auch, ja, 143. Das schaffen wir einfach nicht mehr mit dem einen Zug. Da braucht man dringend einen zweiten, weil, ja, der schafft das einfach nicht mehr. Der leidet da eher, was die Geschwindigkeit angeht. Können wir das mal eine zweite Lok ranpacken, aber ich glaube, den aufzusplitten lohnt einfach mehr. Und es könnte genügen, wenn wir hier einfach in der Mitte eine Ausweiche machen. Sprich hier. Das werden wir direkt probieren. Schauen wir, dass wir da einfach rauskommen mit möglichst hoher Geschwindigkeit. 150, das lang auf jeden Fall. Und die Frage ist, ist das die Mitte? Ja, könnte hinkommen. Wir können es ja einfach ein Stückchen noch vorziehen. Hier haben wir ja den Platz. Da stört es eigentlich nicht. Und hier werden wir dann wieder reinfahren. 125, das geht auch noch. Ja, das teilen wir dann einfach hier auf. Einmal hier, einmal hier. Sollte eigentlich genügen. Werden wir noch sehen. Okay. Ist die Frage, ob wir den jetzt einfach duplizieren sollen. Ich glaube, den zweiten können wir ein bisschen kürzer machen und den dann auch verkürzen. Also, was packen wir denn daran? Vielleicht Kapazität, machen wir 80-80. Genügt das? Und zwei Güterwaggons. Wie viel liegen hier im Moment jetzt noch? 42, 120. Ja, das könnte sogar knapp werden. Da glaube ich, brauchen wir sogar ein bisschen mehr. Hängen wir nochmal zwei ran, vorsichtshalber. Und das werden wir noch passend umsortieren. Und drei von dem. Und der kommt auf die Kohle Knorndorf. Und sollte eigentlich bei dem Signal hier dann stehen bleiben. Und dem werden wir dann eventuell ein paar Waggons klauen. Gut, müssen wir nochmal zurückkommen ein bisschen später. Hier fehlt definitiv die Kohle. Da ist jetzt dafür gesorgt, dass das mehr wird. Und gleichzeitig hier sollte man dann auch mehr
Erz abholen. Okay, bestens. Gut, dann können wir entweder die Gegenlinie hier machen. Da läuft es eigentlich mehr als gut. Ist die Frage, ob wir es uns ruinieren mit der Gegenlinie oder nicht. Warten wir mal vielleicht ein bisschen ab. Ich würde sagen, bauen wir mal vorher die anderen Strecken fertig. Wir haben ja teilweise schon offene Enden. Hier zum Beispiel in Pechbrunn und in Kämpfelbach, glaube ich. Genau. Also hier, da könnte man eigentlich problemlos mal nach Bad Kössen und Bergwedel bauen. Lassen wir es einfach ein bisschen langsam vorlaufen in der Zwischenzeit, dass wir beim Kohle- und Erzzug wieder vorbeischauen können. Okay, da geht es mal ordentlich den Berg rauf nach Bad Kössen. Das liegt definitiv, den Berg runter vielmehr. Das liegt da in so einem Kessel. Und hier wird es auch schwer raufzukommen nach Borgwedel. Da wäre ich fast versucht, eine Wendeschleife da im Berg zu machen und zu schauen, dass wir dann entweder irgendwo da rauskommen oder hier. Wobei ich glaube, dass es da fast idealer ist. Na, das müssen wir probieren. Okay, Borgwedel. Ich glaube, Bahnhof, müssen wir ein bisschen schauen. Könnte hier gehen, wenn wir über den Hügel drüber bauen. Na, ist fast ein bisschen zu steil. Dann eher hier hin, das schaut mal gut aus. Und ja, ich weiß, beziehungsweise ich kann es mir gut vorstellen, die richtig langen Bahnhöfe werden wir jetzt nicht unbedingt oft brauchen. Aber ich baue sie mal trotzdem, wenn wir sie schon haben. Das würde eigentlich nicht so schlecht ausschauen, was sehe ich da anschließend. Ich befürchte nur, dass man nach oben raus da ziemlich in den Hügel rein müssen. Ja, nicht nur nach oben raus, in beide Richtungen. Allerdings könnte man uns damit ein bisschen Terraforming behelfen. Wir können es ja machen, also warum nicht? Werde ich da mal ein bisschen gleich nachhelfen, was den Straßenbau angeht. Okay. So, weil wenn wir hier jetzt das Gleis direkt rüberziehen. Wobei, schaut gar nicht so schlimm aus. Das ging eigentlich noch. Da brauchen wir gar nicht groß terraformen. Eben, wir müssen nur schauen, wie wir da irgendwie in den Berg reinkommen an einer guten Stelle. Eventuell da rein. Ja, das wird ein Bastelprojekt. Genau, das geht eigentlich, weil wir hier noch weiterziehen. Und hier dann anschließen. Das wäre eigentlich noch okay. Können Sie es so machen. Und schauen, wo wir dann da reinkommen. Genau, das passt eigentlich. Ja, das geht noch. Die Frage ist, ob wir lieber unten anfangen. Es wird ein Mordsprojekt. Das könnte einen Großteil von der Folge jetzt einnehmen. Müssen wir mal schauen, wie wir hier überhaupt tun. Da werden wir ein bisschen entweder eine scharfe Kurve ziehen müssen oder aufschütten oder nochmal ein Stückchen zurückgehen. Ich sag mal so, das wird einfach ein aufwendiger Bau. Und dann müssen wir an manchen Stellen ein bisschen in Kauf nehmen, dass wir hier etwas langsamere Kurven haben.
passt. Ja, wobei, unter Umständen würde man sogar darauf kommen. Mal schauen. Ich ziehe jetzt einfach mal wieder wie üblich. Mit Brücke. Aber das schaut alles andere als schön aus. Na, schauen wir lieber, dass wir da irgendwo in den Berg reinfahren. Darüber ziehen auch nicht gerade sehr schön. Ja, das wird eine langsame Strecke, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil die Straße darauf ist ziemlich direkt. Wir könnten auch in den Berg rein und irgendwo hier wieder raus. Und so schauen, dass wir raufkommen. Also auf der Strecke im Speziellen ist es mir jetzt nicht wichtig, dass die Bahn viel, viel schneller ist wie das Auto. Das soll einfach auch nett ausschauen. So, da ging es theoretisch noch rauf und dann könnte man da irgendwo in den Berg rein. Oder wir ziehen wieder eine Kurve. Wie wäre da die Aufschüttung? Würde ich gerade noch gelten lassen. Da fahren wir zwar nur 105 dann. Oder 10 immerhin. Und da ist die Frage. Na gut, da können wir wirklich hier dann in den Hügel rein. Da wird es ja ziemlich steil. Und dann die angesprochene Schleife ziehen. Das probieren wir jetzt einfach. So, schauen wir, ob ich da irgendwo gut rüberkomme. Sind wir sowieso nicht allzu schnell unterwegs. So, und da jetzt eben irgendwo in den Berg rein. Wäre gut. Genau. Und dann schauen wir eben, wie wir da raufkommen. So weit, so gut. Ich hoffe, da können wir noch mit anschließen. Jawohl. Und das zweite Portal sollte auch noch gehen. Das sehen wir dann. Gut, schau dich mal auf Pause und dann gehen wir gleich mal drüben vorbeischauen. Eben da jetzt maximale Steigung. Da ist eben die Frage, wenn wir da den Bogen ziehen, wo würden wir da theoretisch rauskommen? Mir geht es jetzt einfach nur um die Frage, wie hoch bekommen wir die Steigung hin? Oder wie steil? Na, dann würden wir da rauskommen, das wäre eh schon sozusagen zu hoch. Jetzt versuche ich es mal zusammenzuschließen, mal schauen. Das wäre ein heftiger Tunnel. Auch ein kostspieliger, aber ich glaube wirklich fast die beste Lösung. 250. Da haben wir dann nicht viel Platz im Freien, aber eventuell Platz genug. Sollen wir das so machen? Ich würde sagen, ja. Aber, ein großes Aber, wir werden hier für den Moment das Ganze eingleisig gestalten. Wir hätten das Geld, aber ich denke mir, so einen riesenaufwendigen, teuren Tunnel macht man vielleicht eher eingleisig, wenn man es auch schafft, den Verkehr so zu regeln, dass sich die Züge nicht blockieren. Und das sollte man eigentlich irgendwie schaffen. Weil da haben wir ja keine Ringlinie von Pechbrunn nach Kämpfelbach, sondern eine, die hin und zurück fährt. Und wenn wir dann einen richtigen Takt haben, dann sollte sich das ausgehen, dass sich die entsprechend treffen. Werden wir noch rausfinden. Okay, kurzer Blick darüber, wie es da ausschaut. Wo haben wir unsere Züge? Da ist einer und der blockiert jetzt gerade den anderen. Dann habe ich da insofern Blödsinn geredet, weil natürlich, was ich vergessen habe, ist, dass der Bahnhof ja auch zählt als Halt. So, dann lassen wir den wieder rausfahren.
und hier mal irgendwo stoppen. Der eine soll es eigentlich schaffen, vorbeizufahren. Nennt man den nochmal. Dann schauen wir, was passiert. So, der fährt mal noch nicht los. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen, glaube ich. Fahrzeug im Weg, da steht noch zu weit vorne, okay. Na, dreh um. Jetzt haben wir wieder ein paar Fahrzeuge, die wir ersetzen müssen. Also. Jetzt geht's. Dann hoffen wir, dass wir das hinbekommen. So, jetzt heißt es, wartet auf freie Wege. Mal schauen, was der macht. Der fährt mal los. Okay, lass mal nochmal fahren. Fährt auch brav durch. Dann hoffen wir, dass die aneinander vorbeikommen. Sonst müssen wir basteln. Wir müssen basteln. Okay. Sollte aber auch kein Problem sein. Also, abgesehen davon, dass mich da die ganzen veralteten Fahrzeuge gerade ein bisschen nerven. Dann setzen wir das hier einfach auf Einbahn. So. Du bleib mal stehen, bitte. In welche Richtung fährt er jetzt? Ja, in die, das passt. Na. Er mag's nicht so. Okay. Gut, andere Lösung. Wir wenden einfach beide und lassen sie voneinander wegfahren. Sollte das Problem eigentlich auch lösen. Schauen wir mal. Okay, müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. So. Hier waren wir stehen geblieben. Dann werden wir nochmal weiterbauen. Nach Bad Kössen, da schaut es relativ flach aus. In Bad Kössen, wo bauen wir da den Bahnhof, ist die Frage. Da müssen wir fast ein bisschen in den Hügel rein, so wie es ausschaut, da hinten. Da wäre, glaube ich, noch okay. Und dann können wir da eine scharfe Kurve nach rechts ziehen. Und am Hügel entlang fahren. Runter sogar, okay. Oh, da ist es halbwegs flach. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Dann werden wir uns hier an der Höhenlinie orientieren. Oder? Wohin müssen wir? Fast eins tiefer noch. Also eher schauen, dass wir so fahren. Genau. Ist eh gerade 230, das passt. Dann können wir da schön rüberziehen. Ja, perfekt. So, gerade schauen, auf welcher Seite wir sind. Rechts. Mal schauen, ob das schon klappt, da zusammenzuschließen. Ja. Hier haben wir einen leichten Einschnitt. Aber das haben wir auf der anderen Seite ja auch. Ich glaube, das lässt sich schwer verhindern. Aber sonst passt es mir eigentlich ganz gut. Ja, schön flache Strecke.
Bisschen geschwungen, aber trotzdem halbwegs schnell. Super. Da sind wir auch auf 230, das passt. Sind wir für die Zukunft gerüstet. Sehr gut. So. Und da werden wir auch schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. Perfekt. Und dann müssen wir nur noch rüber nach Kämpfelbach. Das sollte auch machbar sein. Aber da kümmern wir uns, glaube ich, nächstes Mal drum. Schauen wir noch lieber hier vorbei, ob da jetzt alles passt. Ob sie halbwegs den richtigen Abstand zueinander haben. Ja, Bad Kösen ist noch nicht angeschlossen. Ja, der wartet jetzt. Also, es hat sich hoffentlich dann eingependelt. Werden wir uns nächstes Mal noch genauer anschauen. Aber zumindest schaffen wir jetzt mal hier hoffentlich bald alles abzutransportieren, was gefördert wird. Er ist auf jeden Fall raufgegangen schon, das ist gut. Okay, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, wir denk. Und Baba.